Hallo Friends, hallo Freunde, heute machen wir mal wieder ein Messer-Review. Heute über das Ferrat von Mr. Blade. Today we make a knife review about the new model Ferrat from Mr. Blade. Ja, was gibt's so Neues? Ich habe mich beim Seniorenkegeln angemeldet, ne? Macht richtig Spaß und Laune. Ist immer nur ein Problem, dafür zu sorgen, dass die Alte auch stehen bleibe, wenn die 20 Kilo Eisekugel auf sie zurollt, aber ne, irgendwas ist immer. Ansonsten hoffe ich, dass es euch auch gut geht. Und jetzt haben wir ein bisschen Spaß mit diesem kleinen Faltmesser. I do not normal testing, I test with app use, so I want to tell you, don't try this at home. Keep your fingers, yeah, be safe. Also was ich hier mache, ist heute ein bisschen Missbrauch mit dem Messer. Tut das nicht zu Hause nachmachen, weil das könnte gefährlich für eure Finger werden. Besonders, seit es sich hier um ein Klappmesser handelt. So, jetzt viel Spaß mit dem Test. So, wie ihr seht, kommt das in einer schönen Pouch, in einer schönen Tasche. Es kommt in einer really nice Pouch, das Knife. Es kostet 80 Euro. The price is 80 Euros. Empire of Knives do sell these knives. I put it in the description. Empire of Knives verkauft diese Messer. Eine schöne Tasche hier mit Täschelis und einem Tüchli. So, Moment. It has T10 handles and a D2 blade, which is a very good steel. It comes with a frame lock and an auto locks feature. It is here, you know from CRKT knives. Es kommt mit G10 Griffschale. Es hat eine D2 Klinge. Und es schnappt auf wie ein assisted knife. Es ist aber nicht assisted. Das ist kein Liner Lock, das ist ein Frame Lock Technical. Ja, es sieht nur optisch aus wie ein Liner Lock. Aber wie ihr seht, die Sperrfeder rekrutiert sich aus dem Rahmen und ist somit technisch ganz klar ein Rahmenschloss oder ein Frame Lock. Ja, it looks like a Liner Lock, but it is a, technically it's a Frame Lock. Das Auto Locks Feature sets in automatically. Das geht automatisch rein hier. If to close this knife, just pull this back and then open the frame lock and you can close the knife again. Yeah. It almost opens like an assisted knife, very fast, sehr, sehr schnell. It comes in different variations, without serrations, with black-coated blade or with stone rust like this. I like this the most. Es kommt mit verschiedenen Variationen, ohne Serrationen, mit Serrationen, also Welleschliff. Es gibt es in schwarzer Beschichtung, was ich überhaupt nicht mag. Und es gibt es hier in Stonewashed, so gefällt es mir persönlich am besten. Es ist bombenfest. Wie gesagt, eine D2-Klinge. Sehr gute, sinnvolle Serrationen, nicht diese überspitze Zahnserrationen, die man oft sieht, die für nichts gut sind, wo man nur hängen bleibt. Die sind richtig bissig und das Ding kam richtig rasierscharf bei mir an. Ja, es ist sehr, sehr schön gebaut. Es ist ein typisches Italien-Stiletto in moderner Interpretation, würde ich sagen. Es hat hier eine ausgeprägte falsche Schneide hier auf dem Rücken. Ja. Und es guckt, es sieht ein bisschen aus wie so ein Star Wars Design, ja, ein bisschen wie so ein Lightsaber. Ja, und das könnt ihr auch als Kubutan benutzen, weil ihr seht, ihr habt hier zwei spitze Ende. You also can use this as a Kubutan for non-lethal strokes. It looks a bit like a Star Wars design. It's a type of Italian stiletto, I would say, a modern interpretation of it, and I like it really good. Really. It's cool. Es hat hier einen Sonnenschliff auf der Schraube. Geht sehr, sehr gut in die Hand. Ist ziemlich groß, wie ihr seht. Ja, ich habe Handschuhgröße 9,5 bis 10, also das Ding, da passt auch noch mehr Hand drauf. Richtig geiles, böses Messerli. So, und jetzt werden wir mal sehen, was das Ding so bringt. So, probieren wir mal ein bisschen rasieren. Autschen. Ja. Geht schon. Kann ich noch mal ein bisschen abziehen. Aber ich habe es jetzt so gelassen, wie es von Berg kommt. Aber wie ihr seht, es rasiert. It shaves. It can be a bit better, but it's really sharp. Anyway. So, kleiner Papierschnitt. A little bit paper cut. Oh. War wohl nicht so gut. Yes, jawohl. Ja. Yeah. Really sharp. No problem with this task.
Wie ich sagte, ich kann es nochmal abziehen, aber für eine Werksschärfe ist das schon ziemlich gut. So, what I got here now is a very heavy leather jacket. It's almost like a motorbike jacket. Was ich hier habe, ist eine sehr schwere, dicke Lederjacke. Die habe ich schon 20 Jahre, ist eine Camel, aber mir passt sie überhaupt nicht mehr. Deswegen können wir sie mal ins Testprozedere einbauen. Und mal sehen, wie wir mit dem Stiletto einfach oder auch nicht in diese Lederjacke einstechen können. Ja, es bietet schon Widerstand. Schon ein bisschen mehr. Also, es braucht schon Kraft. Wie ihr seht, mach es hier nochmal. Mit wenig Kraft. Ja, geht schon durch. Need a bit force, but it's easy to do since this is a stiletto. Also da merkt man schon, die schlanke Stiletto-Klinge geht auch durch dieses dicke Leder relativ gut durch. Ja. Versuchen wir das mal zu slicen. Seht ihr, das sind drei Schichten Leder. Three layers of leather. Well, for this task, it really works good. Ja. Probieren wir mal einen Slice, probieren wir mal so einen Schlenz. Ja. Geht durch die obere Lederschicht. Ja, ist bissig. So, für die Statistiker und Zahlenjunkies unter euch, wir haben hier übrigens 0,5 Grad plus Celsius. We have a half degree Celsius. It's very cold today. Let's see what we can do with this tire. Gucken wir mal, was wir mit dem Reifen hier machen können. Ja, vielleicht mal einstechen hier. Ja, das geht natürlich easy. Boah, da kommt dann schon richtig Fuß. So, ist relativ easy. Es geht relativ einfach. Das Ding ist schon richtig scharf und die Zweiklinge steht auch sehr, sehr stabil im Schloss. Ja. Also da wackelt gar nichts. There is absolutely no plate play at all. Which is a good thing when you work with a knife. Geil. Man muss sagen, das ist nichts für Linkshänder. Das Ding links zu öffnen ist fast unmöglich. Es geht schon, aber der Detent ist extrem stramm. Deswegen schnappt das auch so krass auf. Ja. Also das mit links zu öffnen, das ist schon, ja, es geht schon, aber ist definitiv nicht für Linkshänder zu empfehlen. Weil man kann den Daumenpin nicht auf die andere Seite schrauben. It's not for lefties, it's just for right-handed opening. Just for say. Okay, here we have a tin can. Hier haben wir eine normale Dose mit lecker Kartoffeleintopf. Probieren wir die zu öffnen. Don't try this at home. Macht das nicht zu Hause, da kann man sich ganz übelst die Finger verschneiden, wenn das Schloss doch versagen sollte. Aber ich traue dem Schloss mit dem Ortholox eigentlich ziemlich viel zu. Ja. Well, it goes very easy, since D2 is a very good tool steel and is meant for tools, metal against metal. D2 ist natürlich ein guter Werkzeugstahl, der auch dafür gedacht ist, gegen Metall zu arbeiten. Allerdings, man darf nicht vergessen, wir haben jetzt wirklich fast 0 Grad. Also das ist auch für einen Stahl nicht ganz unerheblich, die Temperatur. Da hat es mir das DV2 von Kissler mal zerlegt. So, funktioniert gut. Und bevor irgendwelche Shitstorms kommen, nein, das wird nicht verschwendet. Ich werde mir das nachher beim Feuer heiß machen, lecker, und werde mir das gönnen, ja. Schön mit Würstchen, with sausage and potatoes. Very good. I will eat it later over the fire. So. So, ich habe hier 15 mm Fichteholzbrett. Here I have 15 mm firwood.
And again, I say don't try this at home. It's potentially dangerous with a folding knife. Mach das bitte nicht zu Hause nach. Weil wenn das Ding einklappt, dann reißt die Wand an. Also. Ja. Nicht ganz durch, aber ja, gute Zentimeter ist drin. Just almost through. Ist gerade durch. It's through 1 mm. Ist 1 mm durchgegangen, aber man muss schon ordentlich raufsetzen. Aber wie ihr seht, das Schloss hat gehalten. The lock didn't fail. Everything's alright. Everything's cool. Let's see if we have blade play. Schauen wir mal, ob wir Klingenspiel haben. Nix. Nicht mal 1/10 mm. Absolutely no blade play. Still everything's good. Everything's cool. Immer noch kein Klingenspiel. Schauen wir, ob es funktioniert. Gut, ja. Zum Öffnen muss ich die Handschuhe abmachen. Einwandfrei. Wunderbar. So, hier haben wir jetzt ein ziemlich starkes Kunststoffseil. This is a very strong rope here. But we try the serrations. Probieren wir mal die bissige Serrationen. Ja, das ist absolut mühelos. Absolutely with no effort at all. With the serrations, it's very easy to cut this. Really sturdy rope. Ja, es geht durch wie nix, ne? Also wäre es gar nicht da, nehmen wir es mal doppelt. Ne, twice. Two times. Ja, yeah, absolutely easy. Dafür sind halt Serrationen richtig genial. Und wenn er die nicht allzu sehr missbraucht, müsst ihr die quasi nie nachschärfen. Oder man hat das letzte Mal ein Brotmesser nachschärfen müssen. Also das ist immer gut, gerade für ein Rettungsmesser, für ein Gurt oder für ein Seil als Bergsteiger im Survival, Serrationen zu haben. Cool. So, hier haben wir jetzt mal einen schönen fetten Gummistiefel. We have here a rubber build. Try to cut this. Und ja, Gummi bremst Metall ziemlich gut. Deswegen wird das wahrscheinlich nicht so einfach hier werden. Schauen wir es uns mal an. Ja, das geht natürlich gut, das ist natürlich kein Problem. So, das ist eine richtig fette Sohle, ne? So, Leute. Kann man nicht meckern, oder? Nothing to complain about. Easy and fast. Very sharp. And still no blade play. So, liebe Leute, natürlich darf die Motorhaube nicht fehlen. This is a piece of car metal from a Chrysler 300M. From a 300M ist das die Motorhaube. Und bitte, I have to say it again, don't try this at home. Since this is a folding knife, it is potentially dangerous for your fingers. Also bitte macht das daheim nicht nach. Es ist immer noch ein Klappmesser und ich verwende hier einen Kevlar-verstärkten Motorradhandschuh, falls es doch einklappen sollte. Aber wir schauen, ob es funktioniert. Also lass diesen Blödsinn mir zum Machen übrig und ja, bewahrt euch eure Finger. Also schauen wir mal, ob es durchgeht. Neu spannend. Oh, Schnee auf dem Hammer. Snow on the hammer. Okay, it works. Es funktioniert. Gucken wir es uns mal an, ob die Spitze das überlebt hat. Jo, absolut kein Problem für den D2 Stahl. No problem for this D2 steel. The tip is very pointy still. Absolutely no damage at all to the blade. So, jetzt betonen wir das ein bisschen. Let's betone this metal a bit.
schon wieder Schnee. Voilà. 2 inches, ungefähr 2 Zoll, 5 cm. Und wir schauen es uns wieder an. Und diesmal von ganz nah. Without video cut, we look from near. Wir schauen uns das von nahem an, ohne Videoschnitt. So. Und wie ihr seht, hier ist kaum ein Kratzer. Absolut kein Klingerausbruch, nur Farbe auf der Schneide. Aber ihr seht, everything still fine. The tip is still very pointy. Der Spitz ist immer noch sehr spitz. Und an der Klinge keinerlei Beschädigung. Absolutely no damage. Still fine. This is what I expect from D2 Steel. Das erwarte ich eigentlich von D2 Stahl. Keine Beschädigung, kein Dent, kein Ausbruch. Ja, und jetzt schauen wir mal, ob es Klingenspiel hat. Nix. Das ist das, was mich erstaunt. No blade play at all after this hammer action. Nach der Aktion mit dem Hammer. Hier. Die Schlossfeder steht immer noch einwandfrei. The locks funktioniert gut. Everything still fine. Open it. Unverändert. Da hat sich nichts geändert. Es ist kein bisschen lockerer geworden. Das Ding ist bombefest. Hammer. This knife is absolutely recommended for 80 bucks from Empire of Knives. This is a very, very good knife, a really good folding knife. I love it a lot. It's like an Italian stiletto in Star Wars Design. Das ist ein bisschen wie so ein italienisches Stilett im Star Wars Design. Gefällt mir sehr gut. Tolle Materialien, schön verarbeitet, gut in der Hand, griffig. Recht sicheres Lock mit diesem Frame, mit Auto-Locks Feature. Geht extrem schnell auf. D2 Klinge. Geiles Teil, guter Preis. Kann ich nur empfehlen. Danke an dieser Stelle auch nochmal an Miro, der mir das Messer zur Verfügung gestellt hat. Und der mir gesagt hat, ich kann das testen, wie ich will. Wie gewöhnlich. Also habt ihr auch gesehen, ich habe da kein Blatt vor den Mund genommen mit dem Teil. Und vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald, euer BFG. Thanks for watching, your BFG.